Weiter geht's mit Ermikart DS. Dieses Mal spiele ich mit... Ja, mit wem kann ich mal spielen? Ich spiele mal mit Fox. Und dem Arwing. Das ist eigentlich ganz cool. So, und hier... In diesem Cup gibt es mal eine coolere Abkürzung. Zwar noch nicht auf dieser Strecke, aber dann in der späteren. Die Strecke finde ich sogar auch ganz cool. Die hat auch coole Abkürzungen, aber das sind eher mehr so Skill-Abkürzungen, sag ich mal. Okay, alle Abkürzungen brauchen Skill, aber ich meine, so dass man über Gras springt und so. Die Musik ist übrigens aus Mario Land 2. So als kleiner Tipp. Und da ist keine Anmerkung eher. Zack. So, da oben ist nichts Cooles anscheinend. Und der Blooper ist 12 Faces, das finde ich auch ganz lustig. Ah, Junge. Da war gerade irgendwie das MIDI komisch. Ist ein Instrument, hat es irgendwie nicht richtig abgespielt. Vielleicht liegt es auch am DS an sich. Kann man hier irgendwie Abkürzung? Schwierig. Ja, wenn es über das Gras springen und so, das ist zwar insgesamt schneller, aber wirkt sich halt schlecht auf diese Punkte aus, die ich im letzten Part erwähnt hatte. Aber ich achte jetzt nicht auf die Ränge. Von daher ist es sowieso egal. Zack. Diese Yoshi-Statue finde ich auch ganz cool. Das war nicht nett. Was ich einfach von Riesenabstand habe. Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnt, hier außen lang zu fahren, aber... Naja. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Abkürzung hinbekomme auf der nächsten Strecke. Bei Rocky Hills. Die Strecke finde ich echt cool, da habe ich bei Time Trials mal versucht, den optimalen Weg zu finden. Ich kann die Abkürzung leider in der ersten Runde noch nicht zeigen, glaube ich. Oder warte, doch, kann ich. Dafür ist eine Itembox. So, da lasse ich die erstmal vor. Und Goldener Pilz, das ist gut. Da muss man... Ach komm, das ist nicht dein Ernst, oder? Reicht das? Nein, das reicht nicht. Ist leider weggekickt. Aber ich darf halt nicht so weit vorfahren, weil ich brauche halt... einen Pilz. Hier kann man, glaube ich, abkürzen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Kann man direkt mal testen, wenn Yoshi da lang fährt. Scheint was zu bringen, doch. Wenn man es richtig macht. Also nicht so wie ich. Komm, ich brauche einen Pilz. Fahrt. Platz 5 sollte da reichen. Ja, toll, roter Panzer. Ja, das Kart davon finde ich auch cool, die Spiny Shell. Das ist, Das ersetzt den... Das ist da nicht euer Ernst? Die Spiny Shell ersetzt hier den... Dieses... Ach, fuck. Dieses Panzerkart. Stern könnte auch funktionieren. Das war testen. Komm bitte. Ach man. Geht das nicht oder wie? Brauche ich da ein spezielles Kart für? Eigentlich nicht. Ich würde die Abkürzung halt schon gerne zeigen. Wenn ich es nicht schaffe, dann schneide ich es im Nachhinein noch rein. Okay, goldener Pilz, damit kann es ganz gut gehen. Ich hoffe mal, es klappt jetzt. Wenn nicht, wäre es schon echt peinlich. Auf der anderen Seite kommt man auch hoch, also es ist ja, denke ich mal, klar, was ich hier probiere. Kommt man auch hoch, aber da bringt es nichts. Ja, genau. So, jetzt fahre ich hier lang, bremse hier ab und falle hier runter. Und schon bin ich hier.
Das wollte ich zeigen. Und jetzt bin ich sogar Erster. Das ist natürlich gut. Zack. Ja, man, im Time Trials ist es ein bisschen einfacher, weil man halt da die Pilze schon hat. Ist ja aber praktisch, dass ich das gezeigt habe, was ich zeigen wollte. Und sogar mit riesigem Abstand noch gewonnen. Sehr gut. So, Heaven and Hell. Hier gibt es leider keine krassen Abkürzungen. Es gibt eine ziemlich schwierige Abkürzung ganz am Ende, die werde ich auch zeigen, wenn ich sie hinbekomme. Aber ich finde die Strecke vom Prinzip her ganz cool. Zack. So. Ah, es leckt ein bisschen. Weil ich habe, um die Qualität zu verbessern, habe ich das so eingestellt, dass es Frameskips gibt. Also, ich überspringe Frames, wenn es laggt, damit ich die stetige Geschwindigkeit einhalte. Jetzt zeige ich gleich so die Abkürzung. So, springt man hier runter und dann kommt man darüber, aber die Abkürzung ist ziemlich schwierig. Okay, von wo ist die Musik? Ich kenne sie auf jeden Fall, aber ich weiß gerade nicht, von wo sie ist. Ich werde das, glaube ich, nicht zu dem ersten Platz. Okay. Einer der Gründe, warum ich Mario Kart DS halt so cool finde, ist das Snaken und halt auch das Springen. Wenn ich jetzt hier sowas mache zum Beispiel. Also wenn ich jetzt an so Stellen, wo man sowieso springt, nochmal so Drift mache, also anfangen zu treffen, dann springe ich da ziemlich hoch. Deswegen gibt es auch so viele Tricks. Ja gut, Fünfter, aber passt schon. Zack. Volcano Beach. Volcano Beach, oder wie immer man das ausspricht. Die Strecke finde ich auch ganz cool. Hier gibt es aber leider nicht so viele Abkürzungen. Ich habe einiges probiert, aber ich sag mal, da hinten kann man so lang fahren, wie es bei Cheap Cheap Beach war, wo man sich so an der Seite so lang schummelt, um es mal so auszudrücken. Ja, hier außen geht es auch lang. Ist jetzt nicht so krass. Aber im Endeffekt, wenn man sich da lang schummelt, das bringt nicht viel, dann kommt man nur zu dem Strand, den man noch von hier sehen kann, irgendwo. Ja, genau, zu dem Strand. Und da kommt man hin, bloß halt ohne hinfahren zu können, sondern man wird kurz davor, wenn man kurz davor ist, da drauf zu fahren, wird man zurückgesetzt. Hier drüber springen kann man leider auch nicht, habe ich auch probiert. Also es würde schon gehen, aber man wird halt auch zurückgesetzt. Das weiß ich, kann es ja mal probieren nächste Runde. Aber ich hatte es eigentlich ein paar Mal getestet, es durfte nicht gehen. Zack. So, diesmal fahre ich hier in der Mitte. Ja, ich habe gehofft, da ist ein Pilz drin, aber Pech gehabt. So, ich versuche mal noch hier ein bisschen einzuholen. Soll ich mal probieren, drüber zu springen? Ah, nee, das war nix. Probier's nächste Runde vielleicht, wenn ich es schaffe. Zack. Bam. So, roter Panzer, der kann mir leider nichts anhaben. Pech gehabt. Ich weiß nicht, meine L-Taste ist irgendwie leicht kaputt. Oder zumindest lässt auf einmal der Input manchmal so nach. Und deswegen setze ich das Item manchmal aus Versehen direkt ein.
So. Diese Abkürzung erinnert mich halt. Diese Abkürzung erinnert mich so an Donkey Kong, an diese eine Donkey Kong Strecke. Aus der Wii. Oder halt auch an diese. Wie hieß diese Strecke? Die gab es beim GameCube und wurde beim Wii, bei der Wii remaked. Mir fällt aber der Name nicht ein. Diese Abkürzung wäre halt so ähnlich, wenn sie nicht gefixt wäre. Deswegen finde ich das ein bisschen schade. Ich finde, solche Abkürzungen gehören irgendwie dazu, das macht das Spiel irgendwie besser. Deswegen finde ich auch Mario Kart 8 nicht so cool. Weil das sowas komplett ausgelassen wurde. Also zwar beabsichtigt, aber halt ist es dann für die Spieler nicht so cool, zumindest für Spieler wie mich. Ja, Rang D ist jetzt nicht so gut, aber wie gesagt, ist es auch nicht mein Ziel, von daher. Ja, das war's dann auch mit dem Part schon wieder und dann bis zum nächsten Mal.